Morgen. Guten Morgen. Komm rein. Heute erst. Würdig? Hallo. Eins, zwei. Ach, alle da, wunderbar. Kommt rein. Vorgezogene Ferienstimmung im Klassenzimmer. Heute geht es um die Versetzung. Letzter Tag. Ausnahmsweise werden wir heute mal keine Hausaufgabenüberprüfung machen. Jetzt dürfen eure Welpen erstmal eine Runde spielen, ein bisschen Energie rauslassen. Macht sie bitte los, ihr dürft dann schon gehen. Wir sehen uns später. Das ist ein Schulende, wie Welpen es sich nicht besser wünschen können. Einfach morgens entspannt ankommen. Dennoch hat der Klassenlehrer auch am letzten Schultag einen straffen Stundenplan ausgearbeitet. Und dann steht ja auch noch eine letzte Klassenarbeit mit Zeugnisausgabe an. Aber zuerst geht's nach draußen. Bei uns steht heute auf dem Stundenplan das Thema freies Begrenzen. Wir wollen erreichen, dass selbst wenn wir die Leine nicht in der Hand halten, dass unsere Hunde trotzdem in Kontrolle bleiben. Ich fange mal mit der Luna an. Im Fach Bleib bei mir geht es um Anlehnung. Ähnlich wie bei der Leinenführigkeit halte ich die Leine locker in der Hand und fange jetzt mal an mit Tempowechseln zu arbeiten und das ganz abrupt, damit mein Hund auch da unten merkt, dass ich gerade irgendwas möchte. Und ich beobachte die Luna und man sieht, die macht das schon ganz toll. Eine gewisse Vorerfahrung ist ja hier auch schon vorhanden. So, und wenn ich dann ein gutes Gefühl habe, dann lasse ich die Trainingsleine einfach mal fallen. Jetzt ist sie frei, mal gucken, was sie damit macht. Zuerst mal ist Luna erstaunt. Doch dann ist sofort der Fokus wieder beim Lehrer und seinem Futter. Man sieht hier schön, sie bleibt da, wo sie sein soll. Würde sie vorlaufen, würde ich sie korrigieren. Ist aber bei Luna jetzt hier gerade überhaupt nicht notwendig. Jetzt steigern wir die Ablenkung mal. Das heißt, ich gehe mal auf die anderen Welpen zu, also mit Ablenkung. Wird mein Welpe schneller, werde ich langsamer. Und ich finde, das macht die Luna hier schon richtig gut. Nicht umsonst ist das Labrador-Mädchen Klassenbeste. Weltklasse, super. Super gut. Und dann am Ende löse ich das Ganze auch nach vorne auf. Das heißt, Blickkontakt habe ich hier sowieso schon gerade. Das heißt, jetzt kommt mein Jetzt. Und dann kann gerne mal ein Futter nach vorne fliegen. Da darf ein bisschen Action dabei sein. Der Hund sollte Spaß haben. Tolle Leistung von Luna. Und das heißt, große Fußstapfen, in die Lilo jetzt tritt. So, auch hier kann man wunderbar sehen, wie sensibel die Lilo da reagiert. Und wenn die mal 2-3 Meter zurückbleibt, ist das nicht schlimm. Ich gehe da erstmal weiter. Wenn mein Hund dazu neigt, ganz weit hinter mir zu laufen, dann nehme ich das Ende der Trainingsleine in die Hand, zumindest mal für ein paar Tage. Und dann wird auch das gehen. Oder Lilo wird immer mal wieder zum Kommen eingeladen. Frieda. Doch bei der Hundebegegnung ist Lilo total aufmerksam. Spitze gemacht. Ich denke, wir können es mal mit allen 4 versuchen. Ja, ich nehme mal die beiden Großen. Mach das, ich die Kleinen. Ja. So, komm mal her. Frieda. So, jetzt wird es ein bisschen aufregender. Kommt mal mit. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, lasse ich die Leinen mal fallen. So, und jetzt bremse ich hier an und schaue, wie sie sich verhalten. Die dürfen da schnüffeln und so weiter, die dürfen sich auch ein paar Meter entfernen. Das ist überhaupt kein Problem. Aber hier ist eine Grenze, die sie einhalten müssen. Sieht man jetzt auch hier ganz toll bei der Luna, die macht das super. Und was ist mit den anderen? Da war wohl etwas interessanter. Aber der Rückruf, der funktioniert perfekt. Newton kommt jetzt mal an die Leine. Das kann schon mal passieren beim Training, gerade am Anfang. Ja, in hier offenes Feld lädt natürlich auch ein zum Laufen. Da kann ich einfach das Ende der Leine in der Hand nehmen. Und nach 2-3 Tagen wird auch das funktionieren. Nicht schlimm, ne, Newton? Wenn der Lehrer es sagt. Hauptsache, Newton versaut sich damit nicht sein Zeugnis. In den Klassenräumen genießen die Welpen erstmal noch eine 5-Minuten-Pause, denn danach wird es richtig sportlich.